Ich komme ja von der Verbraucherzentrale NRW, mache da auch Energieberatungen vor Ort und beschäftige mich eben auch mit neuen technischen Entwicklungen. Und ich freue mich, dass Sie jetzt trotz des schönen Wetters gekommen sind. Und gerade wenn Sie so das energieautarke Haus, wenn Sie da wohnen würden, würden Sie sich besonders freuen über die viele Sonne. Und wie das genau zusammenhängt, will ich Ihnen hier zusammen darstellen. Also erstmal die Technik vor allem vorstellen, wie funktioniert das. Und wenn wir noch Zeit haben, dann vielleicht über Sinn oder auch Unsinn und Nachmachbarkeit von einer so einer Sache dann mit Ihnen diskutieren. Also so sieht im Grunde dieses Haus hier aus. Das ist also rundherum mit Solarzellen bestückt überall, steht in der Schweiz. Und als ich da war, war eben gerade Sonne. Und das läuft eben als erstes energieautarkes Haus der Welt. Das Besondere ist eben, es braucht also weder Heizöl, es braucht kein Erdgas und auch kein Holz. Das ist noch nicht so besonders, aber es verbraucht auch keinen Strom. Und es hat eben auch keinen Stromanschluss. Also viele Häuser, die so in den Medien lesen, die werden als energieautark bezeichnet. Die sind aber nur bilanziell übers Jahr gerechnet energieautark, weil die praktisch genauso viel Energie erzeugen, wie sie verbrauchen. Aber im Sommer haben sie Überschüsse und im Winter brauchen sie einen Stromanschluss. Und bei diesem Haus in der Schweiz gibt es eben als einzigen Anschluss einen Wasseranschluss, aber diese ganzen Energiedinge laufen da eben nicht rein. Und das ist eben das Besondere. Kein Schornstein, kein Stromanschluss und nichts. Und ein wesentliches Element ist eben, dass das rundherum mit Solarzellen eingepackt ist praktisch. Es gibt da gar keine normale Wand, keine verputzte Wand. Es gibt da auch kein normales Dach, sondern auch das Dach oder gerade das Dach ist mit Solarzellen eingedeckt. Also von allen Seiten kann da praktisch die Sonne drauf scheinen. Also hier sieht man auch, man spart sich sogar die normalen Dachziegel, indem man praktisch anstatt der Dachziegel spezielle Solarmodule einsetzt. Und wenn man das dann durchrechnet in der Energiebilanz, also wie viel wird eigentlich an Energie erzeugt, das ist einmal dieses Dach mit einer Photovoltaikanlage mit 80 Kilowatt Leistung, da die Wand hat auch nochmal fast 50 Kilowatt Leistung. Und dann wird noch über Wärmepumpen Umweltwärme benutzt. Das heißt, insgesamt kommt da praktisch im Jahr 117, also über 100.000 Kilowattstunden kommen da rein. Und das Haus verbraucht wesentlich weniger. Eben, das ist eben der Haushaltsstrom, den man braucht und ein gewisser Strom zum Heizen, sodass man über das gesamte Jahr gewaltige Überschüsse hat, rechnerisch. Aber das Nadelöhr bei so einem Haus ist eben der Winter, der Januar, der Dezember, wenn die Sonne tief im Horizont steht, nur ein paar Stunden am Tag rausschaut, dann ist vielleicht auch eine Wolke da, sodass man im Grunde sagen kann, man hat vielleicht, man muss rechnen, dass man vielleicht einen Monat lang überhaupt keinen Solarstrom hat, diese 3000 Kilowattstunden für die Haushalte fehlen dann praktisch für den einen Monat. Also es ist ein Mehrfamilienhaus mit 9 Haushalten insgesamt. Die Gesamtfläche, jetzt habe ich meinen Spickzettel, also was eben so 9 Familien haben, irgendwie so knappe 900 Quadratmeter oder 800 oder irgend sowas dann. Also hier sieht man es auch nochmal im Diagramm. Das Gelbe ist eben die Stromerzeugung durch die Photovoltaikanlage. Da haben wir im meisten Jahr das Zeit des Jahres erzeugt man viel mehr, als man verbraucht. Aber hier gibt es so ein paar kritische Wochen im Winter, wo man dann eine gewisse Stromlücke hat und die muss man dann schließen. Und wie schon in der Ankündigung gesagt wurde, das Zauberwort hierbei ist jetzt Einstieg in die Wasserstofftechnik. Wobei, da muss man sich erstmal mit den Besonderheiten von Wasserstoff klar machen. Das hört sich so einfach an, ist aber gar nicht so einfach. Und zwar muss man sich mal überlegen, wie viel Energie ist eigentlich, wenn man so speichert, in so einem Tank drin. Und als klassischen Vergleich könnte man vielleicht das Heizöl nehmen. Da hat man irgendwie, wenn man 1 Kubikmeter Heizöl hat, also 1000 Liter Heizöl im Keller hat, dann hat man eine Energiemenge von etwa 10.000 Kilowattstunden, entspricht dem grauen Balken. Und das Erstaunliche ist eben, wenn Sie jetzt Wasserstoff haben und den, selbst wenn Sie den in den Wasserstofftank auf 30 Bar komprimieren, die in Brittany haben sogar nur etwa 20 bis 30 Bar, dann ist da ungefähr nur ein Hundertstel der Energie drin.
Also da muss man sich einfach mal klar machen, dass also dieser Wasserstoff, der ist ja eben auch leicht, wissen wir, aber selbst wenn man ihn komprimiert auf diese Drücke, die wir da haben, ist da pro Kubikmeter viel, viel weniger Energie drin als zum Beispiel in einem Heizöl. Wasserstoff wird teilweise auch mehr komprimiert, zum Beispiel in Autos haben wir Wasserstoffautos, da spricht man beim Drücken von ungefähr 300 Bar, ist aber immer noch wesentlich weniger als Heizöl oder es wird in Schiffen flüssig transportiert, aber es ist immer noch im Vergleich mit anderen Energieträgern, ist dann viel weniger drin. Wobei auch Batterien, also elektrische Batterien, haben auch eine ähnlich schlechte Energiedichte pro Kubikmeter wie vielleicht der Wasserstoff. So, das war also als wichtigstes Element dieses Hauses neben den Solarzellen rundum den Wasserstoffspeicher haben. Das ist ein riesiger Tank. Genau genommen sind es zwei Tanks, à 60 Kubikmeter, sodass die auf 120 Kubikmeter kommen. Und dieser Wasserstoff wird dann, wenn er im Sommer erzeugt worden ist, über eine Brennstoffzelle wieder umgewandelt in elektrischen Strom. Da komme ich aber noch ausführlich drauf zu. Und wenn Sie jetzt denken, ja, das kenne ich, so einen Tank, den habe ich schon mal gesehen, habe ich vielleicht sogar bei mir im Garten, hinterm Haus, hinter den Sträuchern, dann liegen Sie falsch. Weil diese Flüssiggastanks sind was ganz anderes. Wie der Name schon sagt, ist da Flüssiggas drin. Das ist also im Grunde ist da kein Gas drin, sondern es ist eine Flüssigkeit drin, die eine ähnliche Energiedichte oder eine bessere Energiedichte hat als Heizöl. Das heißt, pro Kubikmeter ist in so einem Tank über 100 Mal so viel Energie drin wie in dem Wasserstofftank. Obendrein ist der Druck auch noch kleiner, kann man also überhaupt nicht vergleichen miteinander, auch wenn es äußerlich auf den ersten Blick so als länglicher, ovaler Tank mehr oder weniger ähnlich aussieht. Ja, und dann könnte man sich natürlich jetzt fragen, dieser ganze Aufwand mit diesem Wasserstoff, man sieht ja schon, wie groß so ein Speicher ist, könnte man da nicht auch elektrische Batterien machen? Redet man ja auch viel davon, elektrische Batterien in Autos und so weiter. Das kann man sich natürlich überlegen. Wobei auch in Batterien braucht man eben sehr viel Volumen. Man bräuchte etwa, so über den Daumen gerechnet, fast 100 Kubikmeter Batterievolumen praktisch, um die gleiche Energie zu speichern wie dieser Wasserstofftank. Und es scheitert dann letztlich am Geld. Weil wenn Sie jetzt überlegen, wir nehmen eine Lithiumbatterie, dann kostet das ungefähr 3 Millionen Euro. Und ich habe hier so mal versucht zu überschlagen, was diese Wasserstoffspeicherei kostet, dann bin ich eher bei 300.000 Euro. Wobei die Bauherren dieses Hauses in der Schweiz, die lassen sich da auch nicht so richtig in die Karten gucken, was das eigentlich richtig kostet, wirklich kostet. Aber Sie können sich das eigentlich insofern vorstellen, Sie wissen ja, vielleicht haben Sie sich auch schon öfters wahrscheinlich hier gesprochen über diese Batterien für so Solaranlagen. Da speichert man praktisch von einem Tag auf den anderen. Und die legt man so aus, dass sie praktisch 200 Mal im Jahr auch benutzt werden. 200, an 200 Tagen geht tags Strom rein, nachts Strom raus. Bei so einer Langzeitbatterie wäre das ja nur einmal im Jahr. Also im Sommer geht einmal Strom rein, im Winter einmal raus. Das heißt, die Kilowattstunde ist dann quasi schon 200 Mal teurer als bei diesen Tagesspeichern. Und vielleicht wissen Sie jetzt, dass diese Tagesspeicher an der Grenze der Wirtschaftlichkeit sind. Also wäre eine elektrische Batterie da auch völlig unwirtschaftlich. Und daher kommt man eben dann doch wieder auf die Wasserstofftechnik für die Langzeitspeicherung. Und das sieht dann vom Schema her, Moment, habe ich, was hat er mir eins übersprungen hier? Gut, ich kann ja mit den Komponenten auch anfangen. Es gibt da eben mehrere Komponenten. Einmal gibt es einen Elektrolyseur, der erzeugt eben, da kommt auf der einen Seite dieser Strom rein und es kommt eine gewisse Menge Wasser rein und das wird dann in dem Elektrolyseur zerlegt und hinten kommt natürlich dieses H2 Wasserstoff raus, aber auch Wärme. Also ungefähr die Hälfte hat der Verlust. Die Hälfte ist Wärme, die Hälfte ist Wasserstoff. Und das Gegen, dann die Wasserstofftanks selber noch, wo der Wasserstoff dann reinkommt. Also richtig schwere Dinger. Da wiegt einer 20 Tonnen mit irgendwie 2,5 Zentimeter dicken Spezialstahl, weil eigentlich Wasserstoff und Stahl verträgt sich eigentlich nicht so gut. Das kann Korrosionsprobleme geben. Haben die aber hier mit einem speziellen Stahl eben dann gelöst. Ja? Ja. Komme ich gleich noch drauf. So, das ist dann das Gegenstück ist eben die Brennstoffzelle, wo ich dann das Wasserstoff reintue
und es kommt Strom und auch wieder Wärme raus. Genau genommen kommt sogar noch ein bisschen Wasser natürlich dann wieder raus. Kann ich nochmal ganz kurz eine Frage des Verständnisses? Ja. Es ist Sommer, dann speichern die, dann lassen die alles in den Elektrolyseur laufen, ja. Und lassen das in die Tanks reinlaufen? Ja, den Wasserstoff. Dann haben die das im Tank drin. Ja. Und dann brauchen die irgendwann das Zeug? Ja. Und dann geht das zur Brennstoffzelle? Dann geht es in die Brennstoffzelle. Genau, das ist dann das Gegenstück praktisch dann. Und Sie haben auch zusätzlich, gibt es noch eine Batterie für den Tagespufferei, weil eben die Batterie, dieser Wasserstoff, da kommt ja immer nur ein Viertel raus. Ne? Sie stecken eine Einheit Strom raus, daraus macht er eine halbe Einheit Wasserstoffenergie und dann holen Sie die wieder raus, dann macht er daraus eine halbe Einheit Strom. Also kommt letztlich nur ein Viertel des Stromes wieder raus aus dieser ganzen Geschichte. Deshalb braucht man auch zusätzlich noch diese Tagesspeicherung, wo einfach eben vom Tag in die Nacht oft im Jahr Strom gepuffert wird dann. Ja, was meinen Sie, was das hier ist? Das ist einfach ein ganz großer Speicher. Das ist ein Wasserspeicher, da kommt Wasser rein und das wird dann als Wärmespeicher benutzt, auch über den Winter. Also im Sommer wird der praktisch mit Wärme aufgeladen und dann im Winter entladen. Also auch ein Riesending, man sieht es ja an den Menschen wieder. Zwei solcher Speicher mit jeweils über 100 Kubikmeter Größe. Ja, warum braucht man da so einen großen Speicher? Weil eben in so einem Wintermonat auch viel Wärme verloren geht. Also wenn man mal rechnet, man lädt den vielleicht zum Anfang des Winters auf 60 Grad auf und man kühlt ihn dann im Laufe des Winters auf 20 Grad wieder runter, wobei 20 schon ziemlich wenig ist, dann braucht man fast schon wieder Wärmepumpen. Dann passen da ungefähr 6000 Kilowattstunden Wärme rein und das entspricht eben ungefähr für einen Monat der Heizwärme. Und wo kommt jetzt die Wärme überhaupt her? Also die Wärme, die man braucht, denn die haben ja im Grunde rundherum nur Solarzellen, die haben keine Solarkollektoren. Die Wärme kommt zum Teil aus Erdsonden. Und zwar im Vergleich zu unseren Verhältnissen, wo wir so 100 Meter tiefe Sonden gewohnt sind, sehr tiefe Sonden, 300 Meter. Dadurch kommt es auch wieder 1-2 Grad wärmer oben an, als wir gewohnt sind. Und diese Wärmepumpen, die werden ja mit Strom betrieben. Und darüber wird eben Wärme aus der Erde entzogen und in die Speicher reingeleitet. Und es gibt ja aber Tage, wo man noch mehr Wärme als 11 Grad haben könnte, nämlich wenn die Außenluft warm ist. Deshalb gibt es zusätzlich noch Wärmepumpen mit Außenluft. Das kann man hier in der Garage so ahnen, hinten mit diesen Ventilatoren. Also an warmen Tagen holen die auch Außenluft rein, erwärmen die auch nochmal mit der Wärmepumpe noch weiter und speichern sie dann in den Speicher ein. So, jetzt haben wir hier wichtige Komponenten. Ich habe die jetzt alle mal schon kurz angerissen. Wir haben die Photovoltaikanlage, wir haben eine Batterie, einen Wasserstoffspeicher, wir haben einen Elektrolyseur, eine Brennstoffzelle, Wärmepumpen. Irgendwo haben wir noch Außenluft und Erdsonden, die Wärme liefern können. Dann gibt es Speicher, auch noch Kurzzeitspeicher und hier gibt es dann eben noch die Verbräuche. Ja, und jetzt kann man sich natürlich so die Frage stellen, um sich da mal drin fit zu machen, für bestimmte Betriebszustände. Wenn man zum Beispiel sagt, wir haben jetzt viel Sonne, es ist warm und der Wasserstoffspeicher ist leer. Also wäre vielleicht so gerade so wie heute, Wasserstoffspeicher ist leer vom Winter, aber heizen muss man auch nicht, viel Sonne. Was macht man dann? Dann wird man erstaunt sein, wie kompliziert die ganze Geschichte ist, weil man wird natürlich mit der vielen Sonne erstmal mit der Photovoltaikanlage Strom erzeugen. Die wird man dann in den Elektrolyseur stecken. Der Elektrolyseur erzeugt Wasserstoff, der dann da reinkommt. Aber es entsteht ja auch noch Abwärme aus dem Elektrolyseur. Die will man nicht verschenken. Man muss ja sehr haushälterisch sein, wenn man eben keinen Stromanschluss nach außen hat und keinen Öltank und nichts. Also diese Wärme wird dann über eine Wärmepumpe wieder in den Speicher reingesteckt. Das wäre so einer der Betriebszustände. Eine andere Überlegung wäre zum Beispiel jetzt, man hat viel Sonne, es ist auch warm, aber der Speicher ist schon voll. Das wäre das Nächste. Das heißt, mit dem Wasserstoffspeicher müssen wir jetzt nichts mehr machen, der ist eben voll. Wir machen den Strom, wir nutzen den Strom aber, um aus der Außenluft, weil es ja warm ist, über die Wärmepumpe diese ganze Speichergeschichte hier aufzuladen. Nein, die haben ja kein Stromkabel nach außen. Das ist ja der Witz. Die haben ja kein Stromkabel nach außen.
Also ob man das dann will oder nicht, können wir nachher diskutieren, aber die haben keinen Anschluss. Das heißt, die müssen jetzt wirklich gucken, das ist klassischer Inselbetrieb, die müssen jetzt wirklich gucken, dass sie erstens diese Überschüsse bis in den Winter rein haben. Und wenn sie das jetzt zu gut konstruieren, Überschüsse haben, dann ist das im Grunde verschenkt, man könnte nur sagen, volkswirtschaftlich verschenkte Energie dann. Ich will Ihnen nicht alle Betriebszustände zeigen, ich will nur illustrieren, wie kompliziert die ganze Geschichte ist. Jetzt haben wir hier einen Fall, es ist eben wenig Sonne und kalt und die Batterie ist leer. Das wäre so eine Wintersituation. Da würde man eben aus dem Wasserstoff wieder die Brennstoffstelle beschicken. Die erzeugt dann eben zum einen Strom, der eben in die Batterie kommt, der in die Stromverbraucher reingeht und auch noch die Wärmepumpe betreibt, Außenluft ist jetzt Quatsch, der Pfeil ist jetzt falsch, aber um vielleicht entweder direkt über Wärmepumpen oder direkt die Speicher auch noch zu entladen. Jetzt könnte man noch einen einfachen Fall sich vorstellen, wo es nur einen einzigen Pfeil gibt, das wäre vielleicht die Sommernacht, man muss nicht heizen, es ist kein Strom da, also braucht man nur die Batterie, um Licht oder Fernseher oder was weiß ich anzutreiben dann. Aber auch der Fall wird wahrscheinlich, wenn man es sich genauer anguckt, komplizierter sein. Vielleicht hatte die Anlage ja tagsüber so viele Stromüberschuss, dass man im Elektrolyseur sie gar nicht abarbeiten konnte. Und dann wird man, würde fast sagen, so Art Wiedercoint in der Nacht dann die Überschüsse aus der Batterie auch nochmal in Wasserstoff umwandeln. Das sollte jetzt auch so ein bisschen zur Abschreckung dienen, wie kompliziert die ganze Sache eigentlich sein muss dann. Also das ist jetzt nicht so einfach wie einfach ein Gaskessel im Keller. Ich weiß nicht, wie die das richtig in den Griff bekommen. Sie behaupten, das würde alles super gut funktionieren, aber man braucht ja einen richtigen Computer praktisch diese ganzen Fälle. Und ich habe wahrscheinlich nur 5 von 50 möglichen Fällen hier dargestellt, der immer weiß, wo schiebe ich die Energie jetzt hin, wie pumpe ich das und so weiter und so fort. Und bei aller Begeisterung der Wasserstoffwirtschaft, und ich befürchte auch, dass wenn Sie nach Hause gehen, nur Wasserstoff im Kopf haben, Wasserstoff ist eigentlich das Unwichtigste. Das Wichtigste bei so einem Haus, bei so einem energieautarken Haus, ist die gute Dämmung. Denn wenn Sie das Haus nicht rundherum super energiesparend ausgeführt ist, dann kann man das vergessen. Dann kommen Sie mit dieser Wasserstoffwirtschaft überhaupt nicht voran. Sie müssen es praktisch so weit dämmen und die Energieverbräuche reduzieren, dass Sie fast gar nichts mehr brauchen. Und dann kann man sich so einen Luxus erlauben. Dürfen es ja. Aber das ist natürlich schwierig, weil wenn die zu viel verbrauchen, dann reicht das nicht. Aber die haben also auch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die natürlich normalerweise läuft das alles darüber. Weil die Fenster sind jetzt nicht verriegelt, die können die auch öffnen. Da ist das Thema aber energieautarkes Haus ist, will ich auf diese ganzen Sachen nicht eingehen. Da haben wir jetzt auch in der Volkshochschule schon viele Stammtische gemacht mit Fenstern, Dachboden und so weiter, Minimierung der Wärmebrücken. Das reicht zeitlich nicht, aber da sollte man sich wirklich klar machen, dass das eigentlich das Fundament ist, auf dem man erst so ein autarkes Haus bauen kann. Auf eine kleine Spielerei will ich ein bisschen ausführlicher reingehen, nämlich dieses Duschwasser mit Wärmerückgewinnung. Das funktioniert so, dass man eben, wenn man duscht und dann läuft ja unten das Wasser runter, dann durch einen Abfluss und dieses Wasser wird nochmal genutzt, um Wasser vorzuwärmen. Also hier läuft das Wasser runter in Abguss und das kalte Wasser geht zu einer Wärmetauscherschlange und wärmt praktisch das Wasser dann vor, womit man dann wieder duschen kann. Sieht dann technisch ungefähr so aus, also im Grunde ist das einfach so ein spezieller Ablass, wo dann hinten so Rohre drin versteckt sind dann. Ob das jetzt so richtig viel bringt, bin ich mir selber nicht so schlüssig, weil das ja auch sehr abhängig ist von der speziellen, wie lange ich zum Beispiel dusche. Wenn ich nur kurz dusche, dann reicht die Zeit ja gar nicht, um das Wasser vorzuwärmen. Wenn ich mich am Schluss kalt abduschen will, dann geht das auch nicht, weil erst noch mal eine Weile das vorgewärmte Wasser aus meinem Abwasser durchkommt. Obendrein ist es natürlich hygienisch auch ein bisschen heikel, weil wenn jetzt hier irgendwo die Leitung jetzt durchrostet, dann steht ja praktisch Schmutzwasser mit Trinkwasser in Verbindung. Dürfte normalerweise nichts passieren, weil das Wasser unten ja einen höheren Druck hat. Aber wenn dann so mehrere Unfälle zusammenkommen, irgendwie Wasserversorgung bricht zusammen und es ist noch verrostet und so weiter, könnte sogar rückwärts dann in das Kaltwasser Schmutz reingehen. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ich habe nicht rausbekommen, ob das in Deutschland letztlich erlaubt ist.
Das besticht eben dadurch, dass es einfach ganz einfache Technik ist. Da ist mal kein Mikroprozessor drin und kein gar nichts. Im Grunde ist es einfach ein Rohr unterm Abfluss, wenn man es ein bisschen salopp formulieren kann. Und selbst wenn das nicht die versprochenen 30% bringt, sondern nur 10%, soll es ja eigentlich auch schon recht sein dann. Die haben dann übrigens noch, um das noch zu mehr Sparsamkeit zu animieren, haben die noch so ein Duschmessgerät an jedem Duschkopf, wo man sich dann so anzeigen lassen kann während des Duschens, wie viel man eigentlich schon verbraucht hat. Und genau, hier ist es ein Eisbär, dem dann irgendwie die Scholle unter den Füßen wegschwimmt dann. Also ich habe das Haus auch besucht, weil es mich interessiert hat. Das ist also in Brütten, das ist in der Nähe, also relativ nah noch an der deutschen Grenze zwischen Zürich und Bodensee ungefähr. Es war hoher Schnee und eisekalt, als ich da war. Das hier ist jetzt das Haus, das man da sieht. Hier ist, die haben so eine eigene Tiefgarage noch unten, wo man auch, also ich habe mir die Technik jetzt nicht angeschaut, sondern ich habe jemanden besucht, der da wohnt. Hier ist nochmal diese Lüftungs-, also die Umwelt-, Umluftwärmepumpe, die aus der Außenluft Wärme entzieht. Das ist die Lüftungsanlage, wo eben die frische Luft in die Wohnung reinkommt und wieder abtransportiert wird. Vorbildlich in der Schweiz, gerade ich als Radfahrer finde, die haben direkt vorm Haus so eine Fahrradabstellmöglichkeit, wo man also ebenerdig das dann abstellen kann. Und die haben spezielle Mülltonne. Eine davon ist eben, dass die Kompost sammeln und der wird wieder in so einer speziellen Deponie zu Biogas umgeformt und damit kann man dann wieder so ein spezielles Biogasauto betreiben. Wobei das, ich dachte ursprünglich, das wäre im Haus selber, ist aber nur im Haus wird nur der Müll gesammelt. Und sie haben eben einen Aufkleber, erstes energieautarkes Mehrfamilienhaus der Welt. Und im Spiegel sieht man so Details, die Briefkästen natürlich nicht irgendwie in die Tür integriert, sondern die stehen wärmebrückenfrei davor. Und dann haben mich eben dann Leute netterweise eingeladen, dass ich mir das mal anschauen kann. Also im Grunde eine ganz moderne, normale Wohnung, schick eingerichtet. Das Besondere ist ein Display, das ist also fest montiert in der Wand vom Wohnzimmer und auf diesem Display können die Leute sehen, wie viel Energie sie bisher verbraucht haben. Und dann gibt es so eine Art rote Linie und wenn man mehr verbraucht, als da soll, das ist ungefähr 2000 Kilowattstunden pro Haushalt und Jahr, dann muss man das zur Strafe quasi bezahlen. Wobei auch das Bezahlen rettet natürlich nicht. Wenn die jetzt alle einen riesen Plasmabildschirm haben und ein Aquarium und ein Wasserbett, sie können das ja, letztlich kann man es ja gar nicht bezahlen, weil irgendwann ist der Wasserstoff alle. Also insofern sind die Leute schon angehalten, energiesparend zu wirtschaften. Oder, und die erzählte mir dann auch so eine Geschichte, dass die Nachbarin, die wollte also gerade in Urlaub fahren, hat die Waschmaschine voll gemacht und mittendrin plötzlich hört die Waschmaschine aufzuwaschen, Strom weg. Und dann rief sie da an bei der Hausverwaltung, da hieß es, ja, sie haben zu viel Stromverbrauch, wir mussten das jetzt mal sperren, wir haben sowieso knappen Stromtag heute. Dann hat sie dann mit guten Zureden, durfte sie die Waschmaschine noch zu Ende waschen, damit die nicht über den Urlaub da drin vermodert. Zeigt aber eben schon, dass man unter einer gewissen Kontrolle da steht. Und das ist natürlich auch für einen Zwei-Personen-Haushalt, dass ich habe so ein Pärchen besucht, die beide berufstätig ist, sind diese 2000 Kilowattstunden natürlich einfacher als für jemanden, der dann zwei Kinder hat, zwei kleine Kinder und zu Hause ist. Die Haushaltsgeräte werden wohl, das ist in der Schweiz wohl üblich, vom Vermieter gestellt. Die muss man sich also nicht selber besorgen, diese Haushaltsgroßgeräte. Und da ist natürlich dann darauf geachtet worden, dass man sehr stromsparende Waschmaschinen und Trockner hat. Hinten sehen Sie auch noch die Lüftungstechnik für die Wohnung. Und da sind im Grunde auch ganz normale Mieter, das sind jetzt keine besonderen Öko-Freaks praktisch, sondern da sind mehr oder weniger normale Mieter, die da drin wohnen und die wohl auch ganz übliche Ortsmieten bezahlen. Also für uns ist das natürlich unheimlich teuer in der Schweiz. Ich bin schon erschrocken, bei meiner ersten Station, eine Portion Pommes 6 €. Aber für die Schweizer ist das völlig normal. Entsprechend sind auch die Mieten hoch, aber vergleichsweise normal. Und das sind jetzt auch alles nicht so Leute, die sich intensiv damit beschäftigen, können sie auch gar nicht, weil auf diesem Display hätte ich jetzt erwartet, da könnte man sehen, wie voll ist der Wasserstofftank. Können sie aber gar nicht sehen. Die können nur ihren persönlichen Verbrauch sehen und die Bilanz des ganzen Hauses, darüber sollten sie sich eigentlich gar keine Gedanken machen.
Und als ich ihnen dann auch noch sagte, ja, die Miete ist ja besonders günstig, weil sie ja keinen Strom bezahlen müssen, dann guckten sie nur erstaunt und sagten, ach ja, stimmt eigentlich. Das heißt, die haben sich mit der Materie gar nicht so richtig befasst. Aber ist auch ein positives Zeichen. Man muss also jetzt nicht hyper engagiert sein, um in so einer Wohnung wohnen zu können. Wobei, was die mir auch noch sagten und was ich auch gemerkt habe, also übertrieben warm ist es da nicht drin. Also die sprachen davor von 19 Grad, wobei es auch wirklich ein sehr kalter Tag war, als ich da war. Aber das ist wohl schon ein kleines Problem. Also 20, 21 Grad schaffen die nicht. Oder beziehungsweise die sind in ihrer Steuerung so vorsichtig, dass sie gesagt haben, lass uns mal den Wasserstoff jetzt nicht so gleich im ersten Jahr. Also das Haus wurde übrigens erst 2016 errichtet. Das war jetzt der erste Winter praktisch. Vielleicht waren die ja auch besonders sorgfältig, vorsichtig, damit man jetzt nicht irgendwo im Februar dann ganz kalt hat dann. Aber das war schon, auch die Nachbarn sagten sie, sind alle jetzt nicht so zufrieden, weil es nicht so richtig ordentlich warm werden kann, wie man es vielleicht gewohnt ist dann. Ja, dann nochmal hier das Haus. Was fällt Ihnen vielleicht was auf? Na, Schnee auf dem Dach. Mir sind zwei Dinge, aber eine Sache, da bin ich echt dreimal vorbeigelaufen, habe sie nicht gesehen. Hier ist ein elektrischer Stromanschluss, wie man ihn von Baustellen kennt. Es ist aber weit und breit keine Baustelle zu erkennen, nämlich das Haus rechts. Das ist bestimmt schon seit 100 Jahren oder sowas fertig dann. Und dann habe ich nochmal, haben mir das schon gesagt, man würde so gerüchteweise, hätte man gehört, dass da irgendwo so eine, ja, ich will nicht sagen geheime, so eine Notstromleitung ist. Und dann habe ich nochmal die Betreiber angemeldet und die sagen natürlich, nein, das brauchen wir nicht. Das ist nur so eine zusätzliche Sicherheit, die wir eingebaut haben. Das heißt, die haben ihre eigene Technik nicht so richtig getraut. Und ob es jetzt wirklich nur eine zusätzliche Sicherheit ist oder ob sie sie wirklich brauchen, weiß man nicht. Aber man sollte jetzt auch nicht in Häme verfallen. Es ist ja praktisch auch ein Versuchshaus. Und das Auto habe ich mir auch genauer angeguckt. Ach, das ist dieser Elektrokasten. Das Auto, das ist ein Brennstoffzellen-Reparaturauto. Also ich war jetzt einmal da und zufällig steht gerade das Brennstoffzellen-Reparaturauto vor der Straße. Und es lief auch gerade ein Monteur rein in den Keller. Ich war irgendwie zu undiplomatisch, um vielleicht noch mit in den Keller dürfen. Und der kommt, ich habe mal geguckt, das war es, glaube ich, nicht Freiburg, es fällt mir der Ort nicht ein. Also der hat irgendwie über 300 Kilometer, muss der anreißen, weil es eben auch keine so Allerweltstechnik ist, die er da repariert. Und ich vermute, dass der jetzt nicht nur einmal im Winter da gewesen ist. Dann. Da sind eben jetzt noch solche Kinderkrankheiten praktisch. Dann habe ich mir es gibt noch so eine Art Ausstellung in der Nähe von Zürich zu dem Haus. Da habe ich mir nochmal das Modell angeschaut. Da sehen Sie eben auch nochmal diesen Speicher, diesen Wärmespeicher schematisch dargestellt, die Wärmepumpen dargestellt. Den Wasserstoffspeicher sieht man jetzt gar nicht. Und das Interessante in dieser Ausstellung fand ich, da kann man wirklich dann sehen, wie der Stand, also aktuell, das sind praktisch Displays, ein großer Bildschirm, da können Sie sehen, wie voll die einzelnen Speicher sind und wie viel Energie gerade wohin fließt. Leider ist das nicht online einsehbar, wäre sicherlich spannend, muss man immer auch horrenden Eintritt erst bezahlen für das Museum, um die Sachen dann hier zu sehen. Mir kam es auch schon knapp vor, die hatten, also ich war Mitte Januar da waren die Wasserstoffspeicher laut diesem Display nur zu einem Drittel noch voll. Das war schon knapp. Und nochmal zu den Wasserstoffspeichern. Die meiste Zeit des Jahres ist der Wasserstoffspeicher leichter als Luft. Muss man sich einfach mal klar machen, wie dünn das ist. Ne? Deshalb sind die auch so schwer, damit die nicht in die Luft hochfliegen. Dann. Das sind also diese Display-Anzeigen. Und dann interessiert Sie wahrscheinlich auch, ob das Ganze sich eben lohnt oder nicht lohnt. Da habe ich aus Zeitgründen, gehe ich mal jetzt schneller durch, habe ich also geschätzt, die Mehrkosten gegen also einem normalen Haus praktisch, was zwar gut gedämmt ist, aber diese Solar- und Wasserstoffsachen nicht hat, aber wo eine Wärmepumpe und man spart auch ein bisschen Kleinkram, sind 850.000 Euro. Aber das ist wirklich eine Schätzung von mehr, weil eine offizielle Rechnung gibt es nicht. Und das wissen die wahrscheinlich selber nicht, weil die haben sich natürlich alles sponsoren lassen, weil natürlich jeder Brennstoffzellenhersteller glücklich ist, im weltweit ersten Wasserstoffhaus seine Brennstoffzelle zu haben. Der gibt wahrscheinlich noch Geld dazu, dass er da überhaupt was reinbauen kann dann. Andererseits spart man natürlich den Haushaltsstrom und Wärmepumpenstrom. In 20 Jahren würde man 160.000 Euro sparen.
Übrigens habe ich das jetzt mit deutschen Strompreisen gerechnet. In der Schweiz ist ja erstaunlicherweise alles teurer, bloß der Strom ist deutlich billiger als bei uns. Also die kommen schon mit 20, also umgerechnet 20 Rappen sind ungefähr 20 Cent auch pro Kilowattstunde oder ein bisschen mehr kommen die hin, während wir ja über 30 Cent inzwischen sind. Sodass man im Grunde auf jeden Fall einen dicken Verlust einfahren würde von einer guten halben Million Euro. Also wirtschaftlich ist das heute noch nicht, aber das war ja eigentlich auch nicht das Ziel, das war denen von Anfang an klar. Das Ziel war, einfach mal zu zeigen, es geht. Dann noch zwei kritische Dinge. Einmal dieser Energieaufwand für den Wasserstoffspeicher. Dieser Stahl muss ja hergestellt werden. Wie gesagt, 40.000 Kilogramm Stahl, das ist schon eine ganze Menge. Wenn man das umrechnet, könnte man allein mit dieser Stahlenergie 15 Jahre lang Strom fürs Haus erzeugen. Wobei ich zugeben muss, diese Herstellenergie von Stahl, ich habe es irgendwann aufgegeben, mich da durchzuwurschteln. Das Internet ist auch eine ganz schwierig, das rauszufinden. Recycelstahl, Nicht-Recycelstahl, Eisenherstellung und so weiter. Aber ich denke, die Größenordnung kann schon stimmen. Und das ist ja auch jetzt keine Amortisation, die 15 Jahre, sondern das kommt eben einfach darauf drauf. Also 15 Jahre Strom stecken schon mal auf jeden Fall in dem Stahl drin. Oder böse gesagt, weil ich meinem Nachbarn den Strom nicht gönne. Wer war das? Genau, brauche ich so viel Stahl dann noch letztlich für diese Herstellung. Und letzte Folie nochmal, der Haupteffekt liegt im Grunde gar nicht in dem Wasserstoff. Wenn man das mal sich so wie so eine Rennbahn vorstellt, mit hinten der Hürde Autarkie und am Anfang habe ich den Altbau, dann ist im Grunde die Hälfte der Miete, ist praktisch schon mal erstmal das Ding gut zu dämmen, dass ich eben auf einen Neubaustandard praktisch komme. Dann kann ich weitere Maßnahmen zur Energieeffizienz machen, eben noch ein bisschen besser dämmen, Wärmebrücken behandeln, Duschabwasser nutzen, stromsparende Elektrogeräte, haben die natürlich alles eingesetzt und so weiter. Dann kann ich noch Solartechnik nutzen, sind vielleicht nochmal 15%, die das dann letztlich ausmacht von der Energieautarkie her. Und dann kann ich ja auch einfache Speichertechnik machen, die mir vielleicht nicht vom Sommer in Winter das rettet, was ja dieser Riesenaufwand ist, sondern vielleicht irgendwie von einem Tag auf den anderen oder meinetwegen von der einen Woche auf die anderen. Und dann, wenn ich das alles habe, habe ich eigentlich schon 93% erreicht. Und diese letzten 7% Energieeinsparungen, nämlich die, um über den Winter zu kommen, das ist dieser Wasserstoffspeicher, der macht eben diesen ganzen Aufwand. Aber ist eigentlich nur praktisch 7% vom ganzen Energieverbrauch her. Vielleicht mache ich mal, was Sie sagten, 20 Minuten hier in Cut, sonst können Sie noch was sagen, ob das Sinn macht bei uns. Aber vielleicht kommen wir ja in Diskussion darauf. Ja, soll man jetzt. Danke schön.